Jetzt mal ehrlich, es gibt Schlagzeilen, weil Thilo Sarrazin in der SPD bleiben darf. Ihr habt wohl die letzten Jahre in einem Erdloch verbracht, wenn ihr nicht wisst, wie die SPD so tickt. Und die SPD schmeißt Thilo nicht raus, weil sie meint, sie hätte Platz in ihrem riesigen Haus für biologischen Rassismus und kulturelle Hetze, Antisemitismus und Sozialabbaugesetze für Armbashing und Islamophobie. Für die Logik, wer nicht arbeitet, hat gar nichts verdient. Für ausgedachte oder selbstgeschöpfte Zahlen und ein paar hunderttausend rechte Stimmen bei den Wahlen. Wisst ihr was? Ich glaub, sie haben recht, denn wenn dich das überrascht, dann kennst du sie schlecht. Denn das Rot der Genossen ist schon jahrelang schwarz. Ob Krieg unter Schröder oder Sparen mit Harz, kürzen unter Eichel oder kotzen mit Scholz. Auf alle diese Dinge sind sie offensichtlich stolz. Und solange es so gut läuft zwischen Bossen und Partei, gehört Thilo Sarrazin da ganz offensichtlich rein. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verkauft? Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Die haben uns verraten und die haben uns auch verkauft.